Wow. Ja, manche Drops sind irgendwie so krass irgendwie. Manche, also die meisten sind halt irgendwie so voll schlecht und dann gibt es halt wieder so Drops, die sind wirklich so übertrieben krank irgendwie. Party Level Up, yay. Ja, Party XP sind auch noch auf Offi Standard. Da muss ich sagen, also die Party XP Rates müssen wir halt schon dringend erhöhen. Also, das kann man halt eigentlich nicht so lassen. Ich meine, ja, im Offi und so Level oder spielt man auch so. Und natürlich gibt es noch diese Ultimate Party XP Scrolls, Gedöns da. Aber ich glaube nicht, dass hier gerade wirklich so viel Spaß aufkommt, wenn man halt irgendwie eine Party hat, die mit Level 45 oder so irgendwie schon down ist. Das ist halt jetzt irgendwie auch nicht so das Wahre irgendwie, finde ich. Also Oris und Moons droppen irgendwie verdammt gut, ich weiß nicht warum. Naja, das ist verdammt gut. Wir haben ja natürlich jetzt viele durch dieses große Weihnachtsfeeder bekommen. Wie gut das die wirklich droppen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ach ja, das Thema Missen ist hier irgendwie gar nicht der Fall. Wir haben hier, also ich meine, wir haben bloß 8 Set, okay. Trotzdem, wir haben 0% Mist gefühlt irgendwie. Also 100% Hitrate. Ach man, wenn ich ja gerade mal wüsste, ob das Sinn macht. Macht es Sinn, AOE zu spielen oder nicht? Ich müsste dann nochmal schnell zurück nach Flares und nochmal nachschauen. Dann wüsste ich es halt. Dann wüsste ich es halt sicher, ja. Heal mit dem Ringmaster schon mal für Maximum. Das glaube ich ist einfach sinnvoll. Auch wenn es von Anfang vielleicht das noch ein bisschen blöd ist, aber naja. Ja, okay, also wir droppen mehr Power-Ups. Das ist ja geil. Das gehe ich mal kurz nach. Ja, Flares. Die ein bisschen teuer hier am Anfang. Stehen irgendwie so viele Bots oder so rum, ich weiß es nicht, also ein bisschen weird. So, was haben wir hier mal? Normal, aber dies für 10 Mille. Ach ja, hier. 100k. 100k. Okay. Bei 100k kriegt man eigentlich schon schnell zusammen. Und die kosten 2,5k, okay. 10k für ein Ei? Das Problem ist halt, ich bräuchte für den Ringmaster, für den Ringmaster Threshold und hier dann nochmal den Vitaltrick-X. Ja, wobei, nee, warte mal, wir können ja, ich bin nur blöd, ich kann ja mit Dingen leveln. Oh Gott. Entscheidung treffen. Ach so, also 200? Nee, 100? Okay, komm. Ja, dann leveln wir AOE. Komm, dann machen wir es so. Dann soll es einfach so sein, dann machen wir es. Ach so. Ah, ich habe vergessen, einen Punkt zu setzen. Fuck. Das war blöd. Okay, kein Autopad-Remove, wenn man hier aufs Ding geht. Ah. Da kommt das Offi-Gameplay. Jetzt hätte ich auch nochmal nachschauen können, wie viel das die anderen Dinge hier wert sind. Ah, habe ich vergessen. Mist. Das stehen die wahrscheinlich nicht. Aber ich muss sagen, ich bin mit den Spielerzahlen irgendwie jetzt gerade schon ein bisschen. Naja. Es fühlt sich jetzt gerade nicht nach so viel an, wie gesagt wird. Also ich bin jetzt halt von 500 ausgegangen, aber ich sehe aktuell halt wirklich kaum hier jemanden rumlaufen. Hier ist mal einer, hier sind zwei. Fünfundzwanzig erst, okay. Ach, man hat schon 20er Buffs. Lol, okay. Aber das wird aber witzig dann. Weil so krass viel habe ich jetzt. Oh, da ist wieder einer. Respawn immer an derselben Stelle oder was? Ja, interessant.
Alter, die Drops. Soll das wirklich so? Also ich meine, gut, die sind halt selten, deswegen glaube ich, ist es halt wahrscheinlich sogar so gewollt. Aber ein bisschen viel kommt da schon mal raus, oder? Also mir kommt es schon so vor, als wäre ein bisschen viel. Ach, da kommt noch was anderes wieder raus, okay. Naja, mal schauen. So, hier ist Ring. Wo ist er? Ne, der ist da so. Ja, hier ist auch ein Spieler, okay. Not bad, not bad. Also ja, ich weiß nicht, was mit den ganzen Spielern da ein Flares auf sich hat, deswegen ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ich denke mir, ich skill jetzt mal erstmal noch nichts und was anderes rein. Das glaube ich, macht das gerade wenig Sinn. Mich stört es gerade nur, weil ich so ein bisschen gehetzt das halt werde, weil ich muss halt jetzt im Prinzip in den nächsten, ja, 6 Tagen halt zumindest, ich müsste halt viel spielen normalerweise. Wenn man wirklich so komplett selektiv hier spielt, dann ist es halt schon ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ja gut, Gelddrops. Ich meine, es geht schon. Ja, hier sind die XP auch ziemlich gut. Bei 9 Level drüber haut das schon ganz gut rein, ehrlich gesagt. Lande. Ach, Gingerbread haben wir wieder bekommen, okay. Also ich. Warte mal, die sagen ja, das ist ein Offi-Event, oder? Das heißt, im Offi droppt man hier auch wirklich so fertige Power. Also voll die Power-Ups? Also normal Power-Ups nur durch Mobs killen? Das ist aber krass. Und sind auch nicht bound oder so. Hä, ist immer voll heftig. Das war halt früher irgendwie gar nicht so. Also nicht mal annähernd. Da war es irgendwie eher so, ja, okay, du musst irgendwie jetzt eine Quest abschließen und so. Was irgendwie auch Sinn macht, weil es halt einfach gegen Botting hilft. Aber jetzt wirklich einfach mal so pauschal einfach von den Mobs droppen, das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt schon krass. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so Sinn macht für die, also für alles hier. Was ist das hier? Nein, für Level 825, okay. Dauerhaft? Okay. Na gut, das ist krass. Ja, dann kennt er mir noch, genau. 466 HP. Alles klar. Also das sieht jetzt nicht schlecht aus eigentlich. Hier mal, genau, das andere Seite noch, genau, okay. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit 28 abgeht, ob das wirklich dann viel bringt. Okay, 2000 Penia waren das aktuell, interessant. Da bin ich schon ein bisschen gespannt irgendwie. Also, ob man jetzt so wirklich Glück hat, ob das wirklich jetzt gut abgeht und so, das, ja, ich weiß nicht genau. Könnte gut abgehen, aber vielleicht auch nicht. 1000 Schaden. Hä, wir sind halt pur STA. Wisst ihr, wenn ich halt immer, wenn es wirklich so gut läuft, also, wenn halt auf dem Server so einen guten Basisschaden hat, dann bin ich halt echt mal überlegen, ob halt Aue immer so viel Sinn macht. Ich meine, ja, ich weiß, es ändert sich mit der Zeit, aber ich meine, wir haben halt effektiv nichts, wenn man kein Equipment und so. Und, also hier jetzt Aue leveln, das wäre halt im Prinzip Zeitverschwendung. Ha, vor allem die Mobs, die Spawns sind ja so schlecht, fällt mir gerade ein. Fuck. Das könnte halt echt ein Fehler gewesen sein, was ich gerade mache. Im einzigen Projekt, wo die Spawns schlecht sind, level ich AOE. Das musst du da auch erstmal hinkriegen.
So verpeilt muss man halt einfach auch erstmal sein. Ich glaube, das war schon ein Fehler, oder? Ja, das war, glaube ich, ein großer Fehler. Ah, wenn, dann müssen wir durchziehen einfach. Dann ist es einfach so. Voll versetten, voll verskillen. Naja, gut, ab 60, glaube ich, resetten sich die Stats eh wieder. Und die Skills. Oder warum ist die Animation so komisch? Hey, irgendwas verändert, oder? Hä, teilweise. Hä? Warum springe ich eigentlich so hoch? Ach, wenn ich mich hochgeritten. Naja, das haben die im anderen Server meistens wieder verändert. Okay. Hä? Ah, Gott. 1 statt F1. 3k AOE Damage? What? Ernsthaft jetzt? Lol? Ich habe nichts gemacht. Dass die Animation so lange dauert hier vom Zuschlagen, ist irgendwie schon echt sehr nervig. Ich meine, das Schöne in Fly-Fi ist wirklich so, dieses progressive Aufsteigen ist einfach so geil. Ohne Witz. Also es ist einfach so angenehm. Man hat einfach richtig Bock, weiter zu leveln. Man findet dann einfach nie ein Ende. Weil es einfach wirklich gut gemacht hat. Warum levelt mein Pet nicht? Hä? Was muss ich fürs. Also nicht mein Pet, mein Egg, meine ich. Was muss ich machen, damit mein Pet levelt? Also mein Egg? Oh Gott. Irgendwas mache ich falsch, scheinbar. Ja gut, aber ich muss sagen, das kann man sich schon geben, oder? Das machen wir noch auf Maximum, ist auch wichtig. Wie lange wird es Zone enthalten? Ich hoffe, es ist nicht so eine Minute 43 oder so. Das wäre halt echt, das wäre halt RIP. Vollkommen RIP. Würde ich halt einfach so gar nicht feiern. Ich meine, ja, ich weiß, es kommen diese Leute und sagen so, ja, ist halt offi und so und muss halt und keine Ahnung. Aber ich würde trotzdem nicht feiern, ehrlich gesagt. Das ist einfach so. 35er, 6 Level drüber. Naja, also ein bisschen too much vielleicht. Gehen wir erstmal zu den anderen da hinten. Naja, also an sich läuft es schon ganz gut eigentlich. Wir könnten ja da auch noch Prevention. Naja, wobei Prevention beim Buildpost ist nicht so geil. 101, aber Ehring Master hat man spielen können. Das wäre vielleicht geil, wenn keine Cooldowns und so weiter drauf wären. Boah, das war richtig Premium. Das ist ein Captain. War aber auch schon mal kleiner, oder? Ja, genau. Voller ist automatisch drin, nice. Also ich weiß es halt nicht, wie ich das Pet level. Oh nee, die stunnen. Oh nein. Nee, bitte nicht stunnen. Okay, also Schaden kassiere ich gerade im Gefühl gar keinen mehr. Was ist Level-Up-Box? Alter, was hier alles droppt und was weiß ich alles. Okay, 15 Tage Korall. Ich glaube, ich fange schon mal direkt an, auf SDR reinzuskillen. Ah, nee, ich muss auf Intern skillen. Na, haha. Na, wie machen wir es am besten? Boah, wenn ich jetzt schon anfange, auf Int zu statten, ist auch wieder kacke. Uff, das ist wieder. Das ist aber auch wieder so ein Problem jetzt. Ja, ich liebe es.
Ich liebe es, die Mobs, die stunnen in Flive. Immer wieder nice. Naja. Also wir leveln uns aktuell noch ohne Amplis. Ich meine, könnte man. Oh, Gurus. Ja, falsches Element. Oh Gott. falsches Gender-Ding. Wie macht man das? Boah, das ist echt blöd. Das ist wirklich blöd. Auch mit den Pads einstecken und so. Oh Gott. Mich stört nur so ein bisschen die Rumklickerei und so. Das hat so gefühlt echt das Einzige, was mich stört. Ich finde so Quality of Life auch mal ziemlich geil irgendwie. Boah, wenn ich jetzt gerade wüsste, ob die Stats nochmal dann zurückgesetzt werden auf Level hier, so und so, 60. Wenn das halt der Fall wäre, dann wäre es natürlich schon sehr geil. Die sind da auch von Hand platziert, oder? Die spawnen hier doch nicht einfach random. Die haben so einschlägige Positionen irgendwie. Jo, die Drops. Also von diesen goldenen Apple-Tropfen hier schon eine ganze Menge irgendwie. Ich kann mir gerade irgendwie echt nicht vorstellen, dass es irgendwie, also dass es angepasst wurde von der Droprate her. Also gefühlt ist es halt schon noch irgendwie, skaliert das halt mit der, also die Menge der Sachen, die man braucht, passt nicht zur Droprate irgendwie, so meine ich. Vermutlich braucht man halt auch genauso viel wie im Offi damals, aber durch die dreifache Droprate ist das hier einfach, naja, nicht ganz so ideal. 3 Minuten für Stonehand, das ist eigentlich okay, finde ich. Ich glaube, ein bisschen länger als sonst, bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich glaube, 1,43 oder so sind immer normalerweise die Länge für Stonehand. Kann mich aber auch täuschen. Oh, hat jemand Schaden? Nein, ja. Ja, aber ist entspannt. Richtig entspannt, oder? Ja, easy. Quests können wir auch wirklich abgeben, gleich, bald. Haben schon die nächste hier. Ja, also irgendwie, die Drops hier scheinen mir wirklich viel zu viele zu sein. Also, dass man hier auch schon mal 2 Drops von einem Ding, kann halt eigentlich nicht stimmen, oder? Ah, Posi-Bugs sind ja auch noch da. Ja, ich bin so ein bisschen geteilter Meinung irgendwie. So, ich meine, Offi, also die V22-Files und so, sind natürlich schon geil. Aber es sind ja einfach halt so viele Sachen, so viele Offi-Bugs, die halt nicht gefixt wurden bisher. Und das ist natürlich schon auch ein großes Problem, sag ich jetzt mal. Also gerade die Posi-Bugs, dass man hier irgendwie mitten in der Luft dann stehen bleibt oder so. Ja, weiß ich nicht. Ich frage mich halt auch so, wie es mit dem Thema Sicherheit und so ausschaut. Also ich bin von dem Projekt an sich sehr angetan. Finde ich sehr geil. Aber es ist halt nicht alles, was glänzt, ist halt auch Gold. Das ist halt so die andere Sache. Also. Da gibt es schon noch so ein paar Sachen, die mich stören. Wie ihr eben gerade so merkt. Okay, ich würde mal sagen, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.